Und Hallöchen zurück bei Escape Roskilde Island mit der lieben Frau Gabel. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon jede Folge so eine Anmoderation mache, dann kann ich auch mal meinen Namen einfügen. Und wir machen weiter mit Level 10. Boah, wir können uns tun. Was auf dem Attic? Ein Cuddlybär. Ich möchte einen Kuschelbären haben. Den nehmen wir hier. Foot with no toes. Toes. Also ein Fuß ohne Zehen. Und ein Goblet. Wir könnten einen Hack nehmen, wir könnten das machen, wir könnten ziemlich viel machen. Ich sehe nur nicht annähernd das, was wir finden sollen. Megafon könnten wir suchen. Wir könnten es auch lassen. Aber dann kommen wir nicht weiter. Zwei Pöttchen. Hier ist ein Megafon. Hier ist ein Pott. Ein Teapot, ja, aber mehr auch nicht. Eine Bell. Das ist keine Bell, das ist ein Ölspritzding. Ist egal. I love you. Spinning Toy. Da. Key. Gleich ist wieder Mecker. Weil ich so auf klicke. Ein Paintbrush. Das ist kein Paintbrush hier. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber ich sehe auch keinen. Hier ist ein Key. Das war der Paintbrush. Was mich mit den Pots nicht weiterbringt. Das ist der Goblet. Das war ein Pot. Das war eine Vase. Das war kein Pot. Ein Glöckchen. Ein Glöckchen. Ah, Food. Ja. Das merkt man auch nur, wenn man in Food. Also in Food die Längeneinschätzung macht. Ich hätte gerne noch so ein zweites Pottteil. Könnte noch so ein Pillar hier nehmen oder ein Häschen. Oder eine Glocke. Wenn ich sie finden würde. Das hier oben ist eine Glocke, ne? Gut. Das andere Ding. Ach, das steht da. Auch schön. Na dann. Auf zur neuen Lokation. Ab ans Campfire. Ja, mal bequem an den Tisch ranrutschen hier, bevor ich hier weitermache. Bisschen, muss ja nicht immer. Ne, man kann ja auch mal und so. Sich bequem hinsetzen, während man Sunglasses sucht und sie sofort findet. Und ein Fläschchen sucht und es nicht sofort findet. Doch, hier oben. Ein Teapot sucht, der sich wahrscheinlich auch irgendwo in dieser wunderschönen Unordnung befindet. Und ich finde ja hier. Ich finde ja. Oh, ein Lock. Ich finde ja, wenn ich noch mal mit ich finde anfange. Naja. Also, ich finde ja diese Größenverhältnisse sehr aufregend. Weil. Alter, guckt euch mal die Verhältnisse an. Hier so ein Hahn mit so einem Sheriffsstern verglichen. Der auch noch viel weiter im Bild, hinten im Bild hängt. Naja. Wir wollen nicht meckern. Doch, ich will meckern. Ich mecker gerne. Wenn ich nicht meckern kann, bin ich nicht zufrieden. So. Hier ist noch ein Lock. Ist das ein Chips Wheel? Nein, das ist ein Einrad. Ein Antikphone. Ist mir doch egal. Das ist ein Chips Wheel. Das ist toll. Ein Pipe. Ist damit jetzt wieder so eine Pfeife gemeint oder ist damit ein Rohr gemeint? Alter, guckt euch mal die Größe dieses Pfefferstreuers an da oben. Sorry. Na, da war wieder eine Pfeife mit gemeint. Place hers with his. Hier ist his. Wo ist hers? Da ist hers. Zack. Und ein antikes Phone. Sieht wie aus? Achso, nicht antik. Naja, okay, schon. Naja, nicht wirklich. Egal. Auf in den Dingroom. Ein Hippo ist hier. Eine Krone. Finde ich nicht. Schlüssel finde ich doch hier.
Counting Frame. Artillery Weapon. So langsam wird mein Kopf ein wenig langsam. Es ist immerhin auch schon 2 Uhr nachts. Da darf das auch ein wenig langsamer werden. Jetzt gib mir doch die Bowl mit einem Teddybär. Okay, ich nehme auch einen Teddybär und einen Ashtray. Hier ist auch das Artillery Weapon. Handfan ist hier. Das nicht, das nicht. No, das nicht. Aber das hier. Oh, es ist ein Sharpei. Ein Köter. Alles klar. Auf zum nächsten Raum. Dem Fireplace. Ist Level 10 eigentlich das letzte Level? Oh. Ja, Scrambled Eggs. Habe ich intendiert, da sofort so drauf zu klicken. Ein Gully Bear. Ein Race Car. Ein Webspinner. Wo ist die Spinne? Das ist nur das Web, aber da muss die Spinne noch dazu auch irgendwo sein. Da. Harmonika. Wo haben wir sie denn? Na, wo haben wir sie denn? Ich finde sie nicht. Ein Ladybug. Ein Feminine Bug, auch schön. Project Voices. Das ist doch wieder ein Mikrofon, was wir haben wollen. Aber was für ein Mikrofon? Das Mikrofon, ne? Wo ist denn die Monika, Harmonika? Das ist sie nicht. Warte, da habe ich gerade drauf geklickt. Warum wurde das nicht eingesammelt? Hier ist übrigens die Harmonika. Wo haben wir... das da. Was ist ein Player? Ach so. Wunderschön. Haben wir das auch geschafft. Eine Garage. Rein in die Garage. Garage. Watering Can. Hier. 2 Beds. Knife, Work Boot, Iron, Dart. War das nicht hier irgendwo? Da. Brushes. Hier ist ein Knife. Da ist ein Bett. Der schiefe Turm von Pisa. Ein Bike. Ein Schlüssel. Hier ist noch ein Bett. Schlüssel und Brushes. Schlüssel und oder Brushes. Okay, den Schlüssel hätte ich am Leben nicht gefunden. Jetzt brauchen wir noch 2 Brushes. Finde ich nicht. Finde ich partout nicht. Es ist einfach viel zu unaufgeräumt hier. Wir haben nämlich schon Sachen rausgenommen, die jetzt schon wieder da sind. Guck, das haben wir vorhin alles aussortiert. Wer legt den Scheiß denn da genau auf die Stelle wieder hin? Will uns auch einer ärgern. Das ist ein toller Brush. Unbelievable. Hier ist es am besten noch so eine Airbrush-Pistole. Ach, es leckt mich doch. Jetzt werde ich ungehalten. Rast dich aus. Komm, ich bezahle auch mit Punkten, wenn der Hint dafür schneller geht. Wo ist denn der andere Brush?
Brush, brush, brush sind alle meine Kleider. Alle meine Kleider sind brush, brush, brush. Nehmen wir den hier. Siehst du, singen bringt's. Okay. Auf in die Uhr vom Großober. Was? Hearts Earth? Das da, ne? Afrika? Nö. Schade eigentlich. North Shore, Easter. Bamboo Eater. Achso, nicht Easter. Ich sag ja, mein Hirn ist durch. Oder den Koala? Oder ein Panda? Beides. Hier ist der Panda. Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich finde Spinnen unglaublich eklig. Nicht so schlimm wie Kakerlaken, aber schon ziemlich eklig. Aquatic. Aquatic. Airplane. Versuchen wir so ein Airplane. Pointing down. Ich bin überfordert. Fly. Ja, okay, das. Hier ist übrigens das Horseshoe. Also Aquatic Horus. Wie wär's mit einem Seepferdchen? Oh, wie wär's mit einer Sonne? But where's the Seepferdchen? Seepferdchen. Seepferdchen, Weißröckchen, wann kommst du? Geschwommen. Warum singe ich hier eigentlich? Es wird später Nacht, da ist das Seepferdchen. Irgendwo können wir noch eine Spinne abgreifen. Marshall's Badge. Es ist keine Marshall's Badge. Das ist ein Sheriff's Badge. Royal Headwear. Eine Krone, ich weiß, aber wo? Da. Und was ist pointing down? Das Ding? Nein. Das auch nicht. Das auch nicht. Das ist eine Spinne. Pointing down oder Airplane? Auf was wettet ihr, was ich zuerst finde? Ist Airplane. Hätte ich jetzt voll drauf gewettet. Aber was zum Himmels Willen ist denn pointing down? Du? Nein. Mach mal hin. Ach, der. No. Naja, okay. Okay. Und nochmal in den Reading Room. Rainer. Hier waren wir auch schon mal. Ein Screwdriver. Oh, ich mag das nicht, wenn das immer so in den Ecken versteckt ist. Das war ein Pfeil, wollte ich gerade sagen. Ein Crane. Und ein Ken. Ach komm, jetzt kommt wieder das wilde Geklicke. Codswap. Das war anscheinend gesucht. Das ist auch gesucht gewesen. Das wohl auch. Das nicht und das auch nicht. Doch, das auch. Das ist Shishal. Das ist kein Fans. Das ist auch kein Fans. Das ist alles kein Fans. Cottonswap, was ist denn ein Cottonswap? Das war ein Funnel. Ein Insekt. Das ist aber toll. Da fand ich einen Feminine-Dingsbums-Bug lustiger. Aha. Will dies drauf rumgeklicke, weil. Ja, da war ein Zaun im Bild. Okay. Jetzt weiß ich nach wie vor immer noch nicht, was ein Cottonswap ist. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das ist ein Schlüssel, das ist auch. Nein, nö, nö, nein, nö, nein, nö. Nö, nö, nö. Du mich verkackscheißern?
Das ist mir gerade voll egal. Ach so, ein Q-Tip. Okay. Klingt plausibel. Auf Puzzle lösen. Ach du Scheiße. Ist viel schwieriger als vorher. Wollt ihr mich? Das passt auch noch zusammen. Muss nicht mal gleich aussehen. Das finde ich gut. So und so und so. So nicht, aber so auch nicht, so auch nicht. So. Auch nicht. So. So. Zack und zack und zack und zack. Fertig. War es das jetzt langsam mal? FM-Radio. Was soll ich denn mit dem FM-Radio? Well done. Level 10. Level 11 noch. Ja, okay. Aber... Level 11 machen wir erst morgen. Also sehen wir uns. Wenn ihr möchtet, gerne morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.